Hallo Freunde des guten Geschmacks, hier ist der Telefonjoker und ich möchte euch in diesem Video zeigen, wie man die SIM-Karte einlegt beim Samsung Galaxy M30 oder M30S. Wir brauchen neben dem Telefon den sogenannten PIN, der ist Teil dieser Box. Wenn ihr ihn zurückgepackt haben solltet, solltet ihr ihn jemals ausgepackt haben, denn da ist er auch schon hier drin. Einfach die Ohren wegfalten und ihn rausziehen. Wie das klingt, ja. Und wenn ihr die nicht mehr habt, dann einfach hier die Büroklammer benutzen, die bei mir überdimensional groß ist, aber ich habe die kleine gerade nicht gefunden. Okay, wenn ihr das Telefon so haltet, dann findet ihr auf der Seite den sogenannten SIM-Kartenhalter und unter den SIM-Kartenhalter ist so ein kleines Loch. Und jetzt kommt die PIN-Nadel hier ins Spiel. Mit der Nadel des PINs oder halt der Büroklammer geht ihr hier in dieses Loch rein. Nur Mut, dann ein bisschen drücken und schon kommt der SIM-Kartenhalter raus. Und was sehr, sehr gut ist bei diesem Telefon, ihr habt die Möglichkeit, zwei SIM-Karten gleichzeitig einzulegen, neben einer Micro-SD-Karte. Das ist echt super. So, lasst uns anfangen. Die erste SIM-Karte kommt hier ganz vorne rein. Die verlorene Ecke zur verlorenen Ecke. Und die Kontakte sind ganz unten. So, wenn ihr wollt, könnt ihr eine zweite SIM-Karte. Nur wenn ihr wollt, ihr müsst nicht. Dann könnt ihr eine zweite SIM-Karte reinpacken, die kommt hier, upsala, die kommt hier an diese Position. Auch fehlende Ecke an fehlende Ecke. Und die Kontakte sind auch hier natürlich unten. Wenn allgemein selber egal, jetzt mit einer oder zwei SIM-Karten, ihr könnt natürlich auch gerne den Speicher erweitern, was echt cool ist, mit einer Micro-SD-Karte. Die wird dann hier hinten eingelegt. Und das ganze Konstrukt sieht dann so hier aus. Wie gesagt, man kann es auch mit einer SIM-Karte betreiben, ja. Und auch hier sind die Kontakte natürlich, wie ihr es ahnt, unten. So, und den ganzen Kladderadatsch schiebt ihr danach wieder zurück ins Telefon. Ein bisschen wackeln, wenn es hier nicht ganz passt. Und dann ist er drin. Ja, vielen, vielen Dank fürs Gucken. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video weiterhelfen. Und wenn ihr möchtet, gebt mir einen guten Kommentar. Das hilft meinen Videos echt. Vielen, vielen Dank dafür. Genauso wie einen Daumen nach oben. Vielen, vielen Dank fürs Gucken allgemein. Und ja, wenn ihr möchtet, ich habe auch ein paar andere Videos gemacht. Wenn es gut läuft, wird jetzt eins eingeblendet. Und auch vielleicht so ein Subscriber-Button hier, so ein Abonnenten-Button. Also ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mich abonnieren würdet und vielleicht dann noch das eine oder andere Video schauen würdet. Vielen, vielen Dank fürs Gucken und ja, vielleicht bis bald. Ciao.